Für den Startschuss unserer Dreharbeiten mit DJ Bobo machen wir uns auf den Weg in die Schweiz. Nach Luzern, wo er lebt und arbeitet. Wer ist der Mensch hinter der Marke DJ Bobo? Wer ist René Baumann? Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht's? Danke, super. Ja. Wie spreche ich dich eigentlich richtig an? René, DJ Bobo? René ist am besten. Für die Doku ist René perfekt. Auf der Bühne DJ Bobo. Aber im richtigen Leben René. Wir werden heute René erleben. Wie er tickt, wenn er nicht auf der Bühne steht. Seit 25 Jahren sitzt er hier mit seiner Firma. Sein zweites Zuhause. Seid willkommen. Dann führe ich euch mal hier in das kleine Reich von unserer kleinen Firma. Die kleine Firma hat in 3 Jahrzehnten 15 Millionen Tonträger verkauft. DJ Bobo ist keine One-Man-Show, sondern ein erlesener Kreis von Menschen, mit denen er seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Hier sitzt Curtis. Hallo Curtis. Hi. Für mich ist Curtis einfach der Mann an meiner Seite. Curtis Borger ist 14 Jahre alt, Bobo 17, als sich die beiden kennenlernen. Mit dem Erfolg ist Curtis als Choreograf immer an seiner Seite. Heute ist er wichtiger Teil seines Kreativteams und sein Freund. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, das, was ich mache, ist toll. Und ich hatte als Kind noch nie so ein großes Selbstbewusstsein. Und das hat er mir gegeben. Und er ist ein Freund und meine Familie. Heute ist nicht irgendein Tag. Es ist die Stunde Null. Der Startschuss der Vorbereitungen für die 30-jährige Jubiläumstour. Hi, Eddie. Und das ist sein Inner Circle. Bühnenbauer Eddie, Renés Ehefrau Nancy, verantwortlich für die Kostüme und mit ihm als Sängerin auf der Bühne, der musikalische Leiter TJ, Schizohündin Sissy und Curtis. Was ist die DJ Bobo Erfolgsformel? Und wer hat hier das Sagen? Ich frage mich, wie es zum Namensprozess gekommen ist. Zu Evolution? Mhm. Ich hatte einfach die Idee und dann fand ich das gut. Ja. Dann hat er ganz demokratisch abgestimmt. Ja. Also es war diesmal eine eher diktatorische. Es war nicht so, ja, lass mal 100 Namen aussuchen. Auf. Evolution kann man gut zusammenfassen, die Historie der 30 Jahre. Das war so mein Gedankengang. Und es geht auch weiter, das hat mir gefallen. Alles, was bei den Tourneen gab, sind nur Bobos in Visionen. Immer. Das ist auch immer so. Dieses Meeting wird 6 Stunden dauern. Denn Renés Visionen sind an der Grenze zum Größenwahn. Für die Jubiläumstour will er einen Löwenkopf als Bühne, überdimensional. So gebaut, dass er die Gestalt wechseln kann. Als Medusa, als Totenkopf oder als Löwe. Wie würdest du das mit dem Bild des Löwen vereinbaren, dass der weggeht? Wir müssen bestimmen, mit welchen Sachen eignet sich am besten, sodass wir nachher die optimalsten Bilder drauf projizieren. Eben, wir bestimmen jetzt mal die Welten und dann ja. Guckt man, wie man da hinkommt. Genau. Das ist mir schon klar. Ja. Bobo ist schon auf die positive Art sehr fordernd. Also das heißt, man muss schon abliefern können. Und weil er genau weiß, auf welches Ziel er hinaussteuert und dann auch Input will. Dass man was hinmacht, dass du nicht mehr den Löwenkopf siehst, sondern dass du wirklich was anderes siehst nachher dann. Und das andere müssen wir besprechen. Ich glaube, an meiner Seite zu sein, ist nicht leicht, weil ich fordere unglaublich. Also wenn du bei mir bleiben willst und den Weg mitgehen willst, musst du auch mein Tempo mitgehen. Das ist natürlich für jeden eine Herausforderung, weil ich ja immer weiter will. Löst die düstere Welt mit der Medusa. Kriegt man da auch einen Totenkopf raus aus der Medusa? Ja. Ja, wenn er sich was vorstellt oder, ja, wie soll ich sagen, wenn Dinge passieren und er die passieren lassen will, dann ohne Kompromiss. Weil wir haben noch die Strichmännchenwelt, die wäre wahrscheinlich nach der Medusa sehr gut aufgehoben. Dass sich, wenn alles kaputt ist, das kleine Mädchen kommt und es wieder zeichnet. Genau, ja. Oh, das ist jetzt ein Schlüsselpunkt. Ich mit meinem blöden Zettel. Ich liebe es zu arbeiten, wenn ich eine Vision habe, wo es am Ende hingeht. Dann kann ich auch gehen. Ich bin Steinbock und ich kraxle wirklich den Hügel hoch bis zum Ziel. Ich glaube, das ist der eigene Antrieb, sich grundsätzlich zu verbessern. Damit beginnt es schon. Der bedingungslose Wille hat ihn schon immer ausgemacht und den harten Weg zum Popstar erst ermöglicht. DJ Bobo stammt aus einem Dorf, meilenweit entfernt vom Showbusiness. Mitte der 80er bietet die Schweizer Provinz dem damals 15-Jährigen kaum Perspektiven.
So viele Jobs hast du gar nicht auf einem kleinen Dorf. Und du kannst entweder eine kaufmännische Lehre, Elektriker, Bauarbeiter, Verkäufer. Ich war 15, ich wusste überhaupt nicht, wo es mich hinzieht. Ich habe eine Bäckerlehre gemacht, weil es nichts mehr anderes gab im Dorf. Ja, wenn du, in so einem, wenn du 15 bist, hast keine Ahnung, was du willst im Leben. Mit 16 sieht er etwas, das alles verändert. Beat Street, ein Film über die amerikanische Hip-Hop-Kultur. Das war das Aha-Erlebnis. Da wusste ich, ich will auch tanzen, ich will Breakdance machen. Dieses Breakdance, das kannte niemand, das war neu. Und ich konnte mich aus der Masse abheben damit. Und es war etwas, was alle interessiert hat. Und ich konnte ein bisschen was davon. Breakdance wird eines Tages prägend für seine Auftritte. Damals trainiert er stundenlang gemeinsam mit seinem Freund Curtis. Ich war ein Kind mit 14, René war 17. Er wusste aber da schon, was er wollte. Also so habe ich das empfunden. Er war sehr zielstrebig. Und das habe ich bewundert natürlich. Und ich habe auch zu ihm hochgeschaut. Und das war für mich wie ein großer Bruder, der wusste, den Weg will ich gehen. Doch wie startet man im Schweizer Kanton Aargau eine Musikkarriere? René legt zunächst in Diskos auf, als DJ Bobo. Bis 4 Uhr morgens. Danach muss er Brötchen backen. Ich war in einem kleinen Betrieb, nur der Lehrmeister und ich. Und dann kommst du in die Backstube. Du stinkst noch nach Rauch von der Disco. Und er wusste genau, okay, das wird jetzt hart mit dem Jungen, weil der wird nicht schlafen. Das war in der Tat eine schwierige Zeit. Ich wollte aber die Lehre nicht hinschmeißen. Ich wollte aber gleichzeitig Musik machen. Er hat einen Traum. Menschen zum Tanzen bringen, mit eigener Musik. Die Einnahmen vom DJing investiert er in eine erste eigene Single, I Love You. Kam der erste Tag, wo ich sie aufgelegt habe. Der große Moment in meinem Leben, auf den ich so lange mich hingefreut habe. Ich habe ihn gespielt, ich habe ihn angekündigt als meinen Song. Und die Tanzfläche war leer. Es nagt an ihm. Aber der Wille ist ungebrochen. 3 Jahre tüftelt er weiter. Doch niemand tanzt zu seiner Musik. Für die 4. Single kratzt er sein ganzes Erspartes zusammen und leiht sich Geld bei Kollegen. Das passiert, was ich mir erträumt habe. Die Leute sind auf der Tanzfläche geblieben und sie haben getanzt und mitgemacht, als würden sie den Song schon ewig kennen. Du hörst den Song einmal und dann singst du ihn mit. Sein Durchhaltevermögen wird belohnt. DJ Bobo ist in aller Munde. Massenhysterie. Die Leute sind ausgerastet. Es war für mich so wie ein Traum. Ich sagte, was ist denn jetzt los? Da haben wir uns zum ersten Mal wie Popstars gefühlt. Die Menschen hatten ein unfassbares Bedürfnis, an gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und die Musik natürlich als verbindendes Element. Und ich glaube, jeder von uns kann auch diese Songs einfach mitsingen. Mit Techno-Beats, Ohrwurm-Melodien und Rap-Parts trifft DJ Bobo den Nerv der Zeit. Eurodance prägt den Sound der 90er. In allen Hits steckt die Eurodance-Erfolgsformel Mara Frasi. Mann rappt, Frau singt. Tanzen, bis der Arzt kommt. Europa ist im Wandel, Deutschland gerade wieder vereinigt. DJ Bobo liefert den Soundtrack für den Freiheitsdrang.
dieses positive Gefühl ist dann in die Musik eingeflossen, die wir gemacht haben. Die Eurodance war vielleicht billiger gemacht, einfachere Worte, aber das Lebensgefühl hat es transportiert. Und das über Europas Grenzen hinaus. Die ganze Welt reißt sich um den Schweizer Exportschlager. Ciao ragazzi, it's me, DJ Bobo hier. Hey! Die Leute sind ausgerastet. Ich habe das nur gekannt aus dem Fernsehen, wenn man bei den Beatles, ich will mich ja nicht mit den Beatles vergleichen, aber einfach diese Hysterie. Und das war dann schon so, wow. Ich dachte dann auch wirklich, ich bin der geilste Typ der Welt. Ja, da war ich auch kurzzeitig schon ein bisschen, glaube ich, arschlochsmäßig unterwegs. Ja, das war sehr surreal. Es war aber dann ganz schnell vorbei, weil wir gingen dann auf so eine Megadance-Tour mit anderen Eurodance-Künstlern. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh Scheiße, die sind auch gut. Du bist nicht der Einzige, der was kann. Gleich. Ein Anruf von dem Mann, der sich 30 Jahre lang nicht bei ihm meldete. Sein Vater. Dann dachte ich so, what? Jetzt, wo ich erfolgreich bin, jetzt kommst du und damals hattest du keine Zeit für mich. Wie René Baumann lernte zu vergeben und den Erfolg der Familie unterzuordnen. Hi. Das wird lustig. René ist wirklich ein toller Familienvater. Er hat auch diesen unbedingten Willen, Tolles zu erschaffen. Du suchst